Das Land Salzburg vergibt seinen großen Kunstpreis jedes Jahr und zwar abwechselnd für bildende Kunst, Literatur, Musik und darstellende Kunst. Heuer ist wieder die bildende Kunst an der Reihe. 11 Künstler sind nominiert und sie alle zeigen ihre Arbeiten in der Galerie im Trakelhaus. RTS war für sie dort. Die 11 nominierten Künstler sind allesamt Salzburger oder leben und arbeiten zumindest seit 10 Jahren in diesem Land. Die Vielfalt der Kunstpreisausstellung im Trakelhaus kann also durchaus als repräsentativ für das Kunstschaffen in Salzburg bezeichnet werden. Der große Kunstpreis ist der bedeutendste Preis für bildende Kunst. Er umfasst alle Sparten der bildenden Kunst. Es ist ja immer die Frage als Künstler ganz allgemein, wird man beobachtet, ja oder nein? Allein, dass man schon nominiert worden ist, also das freut einen natürlich total, ja, dass man da jetzt unter diese 12 Finalistinnen dabei ist. Das ist allein irgendwie schon auch eine Auszeichnung, ja, dass man da mit, also es hat schon eine große Bedeutung. Das Prozedere des Kunstpreises ist kompliziert. Die unterschiedlichen Museen und Kunstinstitutionen schlagen Kuratoren vor. Diese wiederum nominieren Künstler für die Kunstpreisausstellung. Dann kommt eine Jury ins Trakelhaus, sichtet die Arbeiten und kürt den Sieger. Ja, wichtig ist, dass die Entscheidung dann objektiv ist und dieses dreistufige Verfahren garantiert es, dass kein Künstler oder Künstlerin zum Zuge kommt, der Lieblingskünstler von jemandem in der Jury oder sonst jemanden ist, sondern wirklich für die Kunstszene in Salzburg eine herausragende Position vertritt. Und das garantiert dieses ein bisschen komplizierte Prozedere. Aber jetzt zur Kunst selbst. Da ist einmal Sina Moser mit ihren bunten Bildercollagen mit berühmten Menschen aus der ganzen Welt. Das hier sind die Arbeiten von Markus Broschek, der mit quasi heruntergerissenen Plakatmotiven spielt. Ursula Hübner wiederum hat spießige Wohnzimmer fotografiert und bricht die Idylle mit abstrakt hingepinselten Figuren. Hier sehen Sie die Ölbilder von Peter Brauneis. Und diese Keramikschlangen stammen aus der Werkstatt von Gerold Tusch. Dieses strahlend fröhliche, aber zugleich rätselhafte Bild mit goldenem Häuflein gehört zu Ashley Hans Scheierl, während sich Thomas Hörl mit formal und stilistisch ganz unterschiedlichen Bildsprachen wie diese hier beschäftigt. Es gibt einen Ganzkörperabguss von mir, den habe ich habe mich selber mit Gips abgießen lassen, also eine Gipsform hergestellt und die Arbeit heißt natürlich Thomas. Und der Thomas ist aus Pappmaché, ist eine Art Gliederpuppe und der hat einmal ein Dresdner Kostüm an. Allerdings im Rautenmuster und nicht im Brokat-Kostümstoff. Apropos Dresdner, Thomas Hörl liebt die Salzburger Bräuche und hat einige davon in dieser momentan noch unfertigen Zirbenholzbox eingearbeitet. Zum Beispiel auch die Dürnberger Schwertträger sind dabei. Dann die Pinzgauer Dresdner, die Glöckler. Die Gasteiner Berchten, die in irgendeiner Art und Form auch das Gollinger Sommer- und Winterspiel, weil das, die Gollinger Fetzenberchten mir auch sehr nahe liegt, weil ich aus Golling natürlich bin und dort aufgewachsen bin. Die Vereinigten von Damsweg, dann das Klöppeln von diesen Spitzenklöpplerei, dann Dresdner habe ich schon gesagt, in verschiedensten Variationen von den Zellern, den Stuhlfeldnern, habe ich dabei, die Salzburger auch, ja, die tanzen ja in der Stadt. Fotografie, Objekte, Malerei, Collagen oder Zeichnung, wenn Sie, liebe Zuschauer, noch unentschlossen sind, wem Sie den großen Kunstpreis des Landes für bildende Kunst zuerkennen würden, die Ausstellung im Trakelhaus läuft bis Mitte März. Bis Ende Februar wird die Jury ihren Sieger bekannt geben.